Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Am Montag ist er für die meisten Leute frei. Ich hasse euch. Und wir gucken heute YouTube-Kacke, Pepperwoods und ihr Baumhaus an. Ich hätte damals auch ein Baumhaus gebaut, aber das war mehr, also wo ich das Ding fertig hatte, kam die Abrissfirma und hat gesagt, nee, das Ding müssen wir abreißen, das sieht erstmal so scheiße aus und zweitens, das ist kein Haus, das sieht eher aus wie Vogelnest. Die dachten nämlich, ja, ein Dinosaurier hätte da genistet. Und, ja, ich sage jetzt auch mal so mit den die Nägel, die ich reingehämmert habe, die waren eher so eine Zombie-Abwehr, weil die Nägel irgendwie alle rausgeguckt haben und pipapo, ne? Herr Zebra, der autistische Briefträger, bringt einen Brief für Familie Britta. Mit sowas habe ich kein Mitleid. Post, Post, hier sind zwei Briefe. Einen Brief? Der ist für Papa Wutz. Wie auch? Boah, ja, das könnte jetzt auch einfach ein gelber Brief sein. Ne? Das sind so Briefe, die sollte man schon öffnen. Aber ich habe damals, hatte ich auch mal Schulden, ne, mit 18 Jahren. Ihr kennt es vielleicht so ein bisschen. Da hat man irgendwie so 1000 Verträge und auf einmal sind sie dann, ist das doch ein bisschen zu viel. Und da kamen so gelbe Briefe rein und so, okay, anzünden, weghauen, den aufmachen, anzünden, weghauen. Aufregend. Lieber das war ich manchmal Herr hier Kurz, so. Zahlen Sie Gebühren, oder? Ich bring Sie um. Oh. Ja, das so stand es bei mir sehr auch. Sehr langweilig. Gebühren sind auch lal. Zoe hat Pepper und Schorsch zur Party eingeladen. Yippie! Ihr solltet Zoe einen Antwortbrief schreiben, damit sie weiß, dass ihr auf den Boden scheißt. Hilfst du uns beim Schreiben, Mama? Natürlich nicht. Was möchtet ihr gerne schreiben? Nix. Was möchtet ihr gerne schreiben? Nix. Liebe Zoe. Liebe Zoe. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Jo. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Und zu guter Letzt die Briefmarke. Das ist der Spastenkasten. Alle wollen einen Brief verschicken. Und hier kommt Peppa. Rein in die Gang. Und dieser Brief hier ist von mir. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Brief. Ist der für mich? Klar, weghauen das Scheißding. Dieser Brief hier ist von mir. Da steht, wir grüßen den Führer. FBI, open up! So viele Geschenke. Da wirst du aber viele Dankesbriefe schreiben müssen, Zoe. Oh, das Bild. Und wer wird wohl all die vielen Dankesbriefe austragen? Du natürlich, Papa. So. Also ich glaube, wo sie das gerade so gesagt hat, du natürlich, Papa, ne, da ist bei dem Papa gerade... Papa. Da ist bei ihm gerade hier eine Sicherung durchgeknallt und der denkt sich so, meine liebe Tochter, du wirst die nächsten 6 Jahre kein Sonnenlicht mehr sehen. Also bitte bei mir dann, ne? So. Pepper und Schorsch lieben ihr Baumhaus. So Haus. So sah mein Baumhaus auch aus. Da kommen die Freunde von Pepper und Schorsch. Dürfen wir reinkommen? Nein. Ja. Jetzt können wir Teekränzchen spielen. Yay! Da sind Plausi und Pedro. Das hätte mich so aufregen. Hallo, Pepper. Dürfen wir reinkommen? Tut mir leid, Klausi. Nur Mädchen dürfen ins Baumhaus. Jungs sind Mädchen. Uns ein bisschen zu laut. Und immer stören sie die Teekränzchen. Aber Schorsch und Lino sind Jungs. Oh, ja. Was ist los? Die Mädchen lassen uns nicht in ihr Baumhaus. Das ist nicht fair. Hoho, ich denke, ich kann euch helfen. Pepper und Klausi lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Alle lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Das ist schön, Matschi, Matschi. Oh. Also, heute ist ein guter Tag für einen Fahrradausflug. Pepper hat ihr Fahrrad. Josh hat sein Dreirad. Mama und Papa haben ihr...
Ich glaube, wenn man als Autofahrer so schon keine Fahrradfahrer mag, ne, und sich das Video anguckt, das verbreitet schon ein bisschen Hass, ne? Tandem. Und wir können noch diese Sitzheizung dran machen für Pepper und George. Dann geht's los. Los. Hui. Ich gewinne. Das ist doch kein Rennen, Pepper. Das ist ein gemütlicher Fahrradausflug. Ich gewinne. George hat sich erkältet. Das ist ja auch ein Kälte. Heute regnet es ein bisschen. Kommt ins Haus! Es regnet jetzt zu stark, um draußen zu spielen. Heute regnet es ein bisschen. Oh, Schorsch, wo ist dein Hut? Hatschi! Schorsch hat sich erkältet. Hatschi! Sausia! Dr. Braunbär am Apparat. Aha. Stecken Sie Schorsch eine schöne warme Milch in den Arsch. Ich komme gleich vorbei. Danke, Dr. Braunbär. Wiederhören. Hatschi! Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Hallo, wo ist denn mein Patient? Schorsch hat ein bisschen Angst. Schorsch hat sich erkältet. Bekommt Schorsch Medizin? Nein. Danke schön, Dr. Braunbär. Gern geschehen. Wiedersehen. Und da hat sich George jetzt gefreut, dass er sich so vollpumpen kann, ne? Und dann kriegt er noch nicht mal was. Also das ist echt, Ich mach mal lieber hier jetzt Stopp, ne? Ich weiß nicht, ob das Lied hier, ne? Ihr wisst schon, abgespielt werden darf. War ein sehr cooles Video. Es hat mir mega gefallen. Ich hoffe euch auch, wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir über Instagram, über Twitter oder über YouTube. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.